Sam Firegun hatte das kalte Funkeln eines Fixsternes im Auge, das er auf die beiden enttarnten Deutschen, das heißt in Wahrheit Franzmänner, geworfen hatte. Ein wohl räudiger Kojote heulte in die Stille der gegenseitigen Musterung. Sander, alias Latour, und Jean, vulgo Peter Wolf, waren nicht ohne Hast vom Feuer aufgesprungen, als ob seine rauchlosen Flammen sie versengen würden. Der Diener stand ebenso bestürzt wie sein Herr vor den Männern. Pitt Holbers und Dick Hammerdull vermochten sich allerdings nicht sofort in die Situation zu finden. Aber Sam Firegun hatte die Hand am Revolver und der Apache spielte mit dem Riemen seines Lassos. Ein Zeichen, das jeder Westmann sofort verstehen musste. Ich verstehe dich nicht, Onkel. Bitte erklär dich deutlicher. Lass den Oheim nur weg, Latour. Ich kenne den Mörder meines Bruders und werde über ihn zu Gericht setzen. Heraus mit der Legitimation meines Neffen. Sander öffnete den Kugelbeutel und nahm ein kleines Papierpaket hervor, das er ihm überreichte. Hier ist meine Legitimation. Das andere wirst du mir wohl erklären. Sam Firegun steckte die Papiere zu sich, ohne sie zu öffnen. Die Erklärung erwarte ich von euch, François Latour. Aber nicht jetzt, wo uns die Innsmen noch tüchtig zu schaffen machen können, sondern später.